Das sind Rocket Launcher. Das sind Rocket Launcher. Oh, Alter, what the fuck? Hier geht, jetzt eskaliert hier alles. Jetzt eskaliert hier alles, ich sag's euch. Jetzt eskaliert hier alles. Scheiße. Alter, what the fuck? Hier geht alles. Alter, hier geht alles. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Runde LSBDFA. Und zwar sind wir dieses Mal in der Militärbasis mit unseren Kollegen hier, beziehungsweise alleine, aber mit unserem wunderschönen Fahrzeug. Und wir gucken jetzt mal, was hier auf der Basis so abgeht. Ich hoffe, das wird eine einigermaßen gute Folge. Ansonsten entschuldige ich das. Ich lade das einfach hoch. Wir gucken einfach mal, was sich daraus entwickelt. Kidnapping in progress. Das ist aber unten am Highway. Nee, das machen wir nicht. Wir gucken, dass wir nur Einsätze bekommen, die hier in der Militärbasis wirklich sind. Weil das geht. Das geht auf jeden Fall, nur es ist sehr selten. Aber es geht. Das ist jetzt, müssen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen... Motor Vehicle Accident. Okay, das machen wir mal. Wir sind hier quasi auf dem Militärgelände für Ruhe und, für die Ruhe zuständig quasi. Mein Gott, mein Deutsch heute. Wenn wir jetzt mal gucken. Hier, weißt du, wir sind quasi hier die Polizei auf dem Militärgelände, dass die sich halt hier untereinander nicht bestreiten, so wie man es hier sieht, ne? Hier gab es scheinbar einen Unfall. Hier sind zwei zusammengestoßen. Hier dann Human Labs Transport, wahrscheinlich eine Lieferung von der Militärbasis zu Human Labs und... Ein normaler mit seinem Privatauto, schätze ich mal so. Vielleicht müssen wir befragen. Beziehungsweise, wie kann ich denn da befragen? Wir müssen doch erstmal die Karre, wir stecken mal die Karre ab hier, ne? Die Karre muss weg. Und dann würde ich sie gerne befragen, aber das geht nicht. Bleiben Sie mal so stehen. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Ah, geh da runter. Oder kommt da kommt der Towtruck. Okay, warte. Okay, vielleicht brauchen wir jetzt erstmal EMS, ne, dass sie sich hier die Unfallopfer anschauen. Wollen sie mit mir reden? Ah, perfekt. Warte. Oh, gerade ging's doch. Ey, jetzt reden sie mit... Da, perfekt. Ey. Reden sie mit mir. Alter, was macht der da? Wieso ist unsere Karre jetzt schon wieder weg, Alter? Lecken sie mich. Arschloch. So, perfekt. Da, komm. Bleiben Sie stehen. Hallo, komm, oder kommen Sie mal da runter, ja. Kommen Sie mal da runter. Komm. Genau. Dann schleppen wir auch den Truck ab. Die müssen beide, glaube ich, abgeschleppt werden. Die kriegen wir hier nicht mehr auf die Räder. Oder den hier nicht, den anderen hätten wir vielleicht... Guck mal, kann der jetzt mal fahren? Egal, so. Was ist los? Hallo. Okay, hier klappt irgendwie gerade gar nichts. Perfekt, dann, warte mal, dann muss ich sie jetzt aber so irgendwie festnehmen. Können Sie... So. Kann ich jetzt mit Ihnen reden? Okay, das klappt nicht. Okay, gut, das scheint aber normal zu sein. Das scheint jetzt vielleicht noch ein bisschen öfter vorzukommen. Weil die Militärbasis ist einfach nicht dafür gedacht, dass man hier LSBFA drin spielt. Dann brechen wir den Einsatz einfach ab, würde ich sagen. Gucken wir, was jetzt noch so abgeht. I've cleared the last call, show me 10-8. Okay. Assault. Nee, Assault ist nichts für uns. Das ist Befragen und das muss nicht sein. Also wir mussten zwar gar nicht auch befragen, aber es war zumindest ein Unfall. Hier ist nur irgendwie befragen und dann irgendjemanden festnehmen. Das ist langweilig. Wir dürfen hier gar nicht fahren. Warte mal. Terrorist Activity. Okay, warte, das nehmen wir an, aber wir... Oh Gott! Oh. Okay. Okay. Okay, wir brauchen Unterstützung in Fort Sankuda. Okay, oh Gott. Alter, das war ein Selbstmordattentäter. What the fuck, Alter, hier geht voll die Party gerade ab. Alter, what the fuck. Okay. Das ist so gerade nochmal gut gegangen. What the fuck, und die haben sich als Aliens verkleidet. Alter, okay, ich glaube, dafür können wir gleich einen Gerichtsmediziner holen. Die werden es wohl nicht mehr überleben. Deren Tage sind gezählt. Alter, what the fuck. Puh. Das war geringfügig knapp, würde ich sagen. Ey, nicht hier lang.
So. Okay, das haben wir einigermaßen gut gelöst, würde ich sagen. Zumindest sind wir nicht draufgegangen. Gucken Sie das gerade an, das ist perfekt. Copy, Victor 13 is in the area. Traffic Stop Backup, nee. Wir müssen aber jetzt ein bisschen X drücken, dass wir geeignete Einsätze bekommen. Impaired Driver, wo ist denn das? Da hinten. Impaired Driver, perfekt. Also ein Fahrer, der ein bisschen verwirrt ist. Pull over the Impaired Driver. Nee, wir pullen hier gar nichts over. Wenn der Militärbasis verwirrt ist. Ach du Scheiße, nicht ernsthaft der Panzer da. Nee. Okay, warte mal. Ja, das Problem ist, wir haben keine Sirenen. Okay, warte mal. Wir gehen mal vor die. Wer in der Militärbasis verwirrt ist als Zivilist. Steigen Sie aus. Nehmen Sie die Hände hoch. Wer als Zivilist sich in der Militärbasis verwirrt, der ist erstmal terrorverdächtig, ja? Das geht nämlich gar nicht klar, dass wir hier einfach hier rumstibitzen und rumspazieren. So. Ihre Karre wird abgeschleppt und sie sind festgenommen. Die Frage ist, wo bringen wir sie jetzt hin? Kommen die hier rein, die Polizeiautos? Spawnen die hier? Das ist der Abschlepper. Dahinter ist, glaube ich, auch... Ja, perfekt, dahinter ist auch das normale Auto. So, wir steigen mal... Nein! Nicht bei uns einsteigen. Guten Tag, Herr Kollegen. Ja, chillen Sie bitte. So, komm, Sie sind mitgenommen. Und wir fahren weiter. So, perfekt. Okay, den Einsatz haben wir erfolgreich abgeschlossen. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Deswegen, es könnte sein, dass ich hier total scheiße fahre, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie die Straßen hier verlaufen. Aber wir gucken es einfach mal. Code 99. Okay, da hinten. Es ist auch noch in der Militärbasis, beziehungsweise am Rand der Militärbasis. Humane Bombs and Heavy Weapons. Okay, da fahren wir schnell hin. Deadly Force Permitted. Okay, alles klar, wir dürfen töten. Komm, hier, komm, fahren wir so durch. Kommen wir da so überhaupt? Ja, guck mal, Kollegen, hallo. Kommen wir da so drüber? Irgendwie nicht, ne? Ist aber nicht so schön. Jetzt müssen wir irgendwie aus dem Militärbasis raus. Ich habe eine andere Idee. Wir checken mal ab, was hier oben abgeht. Wir müssen von hier oben, glaube ich, jetzt mal eben agieren. Ich glaube, hier reicht schon, oder? Wir müssen gar nicht höher. Ah, warte, wir müssen mal da hinschießen. Wir müssen das irgendwie triggern. Das ist ein bisschen scheiße jetzt. Warte mal, okay, dann gehen wir doch vielleicht nochmal runter. Dann war das hier vielleicht doch nicht so gut. Ja, komm. Dann müssen wir da jetzt irgendwie hinkommen. Kommen wir da jetzt hin, ey? Das ist doch jetzt scheiße. Mann. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Damit müssen wir uns kurz raus, oder wir fahren jetzt den ganzen Umweg. Nee, aber das tue ich mir nicht. Wir teleportieren uns da kurz raus. Warte mal. Wir teleportieren uns da kurz raus. Also heute ist eine, also heute ist wirklich eine andere Folge. Also heute ist eine Menge Experimentieren angesagt, weil ich weiß selber nicht, wie ich das managen soll. Bei sowas zum Beispiel. Deswegen denke ich mir einfach, teleportieren ist jetzt heute einfach mal legitim. Wir sollten aber schon mal Unterstützung anfordern. Weil alleine schaffen wir das eventuell nicht. Okay, wer Shots fired? Ich hab Angst, dass der eine RPG hat, wie die gerade eben. Deswegen gehe ich weg von der Karre. Hat der eine RPG? Okay. Okay, alles klar, sind nur normale Shots. Dann warten wir hier mal auf die Kollegen, oder? Ach, Scheiße, die kommen. Oh, shit. Alter, what the fuck? What the fuck? Wie schnell killen die denn bitte? Alter. Die waren gut ausgerüstet, würde ich mal so sagen. Die waren gut ausgerüstet. Alter, scheiße, ey. Okay, Militärbasis ist auf jeden Fall ziemlich krass. Das ist mega strange. Gut, wir müssen uns auch jetzt wieder hin teleportieren, weil sonst... Achso, warte, erst müssen wir das Model changen. So. Jetzt teleportieren wir uns da kurz hin.
Hä, wie First Step? Ich habe doch da gerade einen Waypoint gesehen. Hier würde ich gerne wieder hin. Mal gucken, ob wir da noch Einsatz agieren können. Wo ist das? Da hinten. Gut, okay. Vielleicht steht da unsere Karre noch. Ich bezweifle es zwar, aber vielleicht ist es ja noch der Fall. Nee, ist gar nichts mehr, oder? Können wir teleportieren wir uns rein. Ach, hier so markieren und rein teleportieren. So. Jetzt brauchen wir eine Karre. Brauchen wir wieder die Karre hier. So. Okay, das war ein. Oh Gott, dein. Achso, nee, der ist eh friedlich. Okay, never mind. Wo sind wir denn hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier sind die Baracken der, ne? Ist da Bescheid. Hier ist irgendwas. Da ist ein Klärwerk. Attention all units. We have Police Imprisoned. Nee. Hit and Run. Das machen wir mal. Hit and Run. Sind Sie der Hit and. Oh, das tut scheiße. Unsere Motor steil. Unsere Stoßstange. Egal. Post 9. Driver under the Influence. Nein. Per Driver. Nein. Homeless People. Nee. Ticket Quarter. Was? Das Problem jetzt. Okay, nee. Moment. Das ist auch zu weit weg. Organized Street Race. Okay, das ist eine Militärbasis, oder? Okay, das ist eine Militärbasis. Welche zwei Leute battlen sich da im Street Race? Wenn das jetzt Panzer gegen Panzer ist, dann lache ich. Dann, das wäre so geil. Ah, nee, ist es aber nicht. Scheiße, jetzt kommen wir hier nicht raus. Mensch. Okay, warte, ich glaube, wir können eh hier lang fahren. Wie ich es gerade gesehen habe. Okay, warte, wir probieren die abzufangen. Probieren die irgendwie abzufangen. Da, hier. Ey. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Oh, scheiße. Ich wollte nicht in den Kopf schießen. Aber den hier wollte ich in die Reifen schießen. Bleiben Sie stehen. In der Militärbasis wird hier nicht Street Raced. Mensch. Okay. Oh Gott, scheiße. Da bin ich gegen Titan gefahren. Egal. Wir kriegen die schon noch zum Stoppen hier. Oh Gott. Okay, warte, wir reparieren einmal kurz. Oh Gott, das ist eine echt komische Episode. Das ist eine verdammt komische Folge, LSPDFA. Bleiben Sie stehen. Nee, mein Freund. Steigen Sie aus, sofort. Aussteigen. Ey. So. Ja, hier wird nicht lange rumgefackelt in der Militärbasis. Ich meine, jeder könnte ja ein potenzieller Terrorist sein. Also müssen wir da schnell handeln. Sollen Sie auch aussteigen, aussteigen, aussteigen. Hände nach oben. Gehen Sie auf den Boden, gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie jetzt auf den Boden? Okay, ich glaube, der gibt sich. Auf den Boden mit Ihnen. Ja, alles ist gut. Okay, perfekt. So, die Karre schleppen wir ab. Haben wir schon jemanden, der den abholt hier? Ich glaube nicht, oder? Ah, ne, da hinten kommt schon einer. Perfekt. Guten Tag. Oh Gott, fahren Sie mich bitte nicht um. Ich habe jetzt irgendwie kein gutes Glück mit irgendwelchen Leuten, die rumfahren und Leute umfahren. Ne? Da bin ich immer der Erste, der umgefahren wird. Aber naja, so ist das ja immer. Was steht denn eigentlich? Fire smoking, no. Ach so, no fires. Okay, never mind. Terrorist Activity, alles klar. Terrorist Activity. Ein Officer down. Ich weiß nicht, was die haben, deswegen parken wir mal eben hier drin. Und checken die Lage ab. Das sind Rocket Launcher. Das sind Rocket Launcher. Oh, Alter, what the fuck. Hier geht, jetzt eskaliert hier alles. Jetzt eskaliert hier alles. Ich sag's euch. Jetzt eskaliert hier alles. Scheiße. Alter, what the fuck. Hier geht alles in die Luft. What the fuck. Alter, what the fuck. Okay. Das ist komisch. Ich sage einfach nur komisch. Wir müssen uns nochmal ein Model geben. Model.
Und jetzt teleportieren wir uns mal hier. Da, teleportieren uns da kurz hin, teleporten, ja, holen uns kurz die Karre. Oh Scheiße, ich glaube, ich habe einen ganz dämlichen Bug hervorgerufen. Geht das jetzt, wenn ich aussteige? Okay, perfekt. Oh, ich dachte gerade schon, ich muss die Folge jetzt frühzeitig beenden. Weil das ist Bug manchmal, dass du dann durch die Welt fällst, wenn du dein Model änderst, während deine Animation quasi ist. Beziehungsweise wenn die Kamera schwenkt, daran habe ich gerade nicht gedacht, dass man das eigentlich nicht darf. Hinten ist noch ein Problem. Die probieren mal zu überfahren, oder? Beziehungsweise, nee, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Oh Leute, das war ein Cop. Okay, warte, der ist hier gar nicht. Okay, warte, der wurde markiert. Warte mal. Dann gehen wir da hin. Ich hätte fast den Cop überfahren. Ja, beruhigen Sie sich. Es tut mir leid. Ich habe sie nicht getroffen. Wo ist der? Da ist der. Da, komm. Ist er down? Okay, ich glaube, der ist down. Alter, what the fuck. Okay, der Einsatz ist abgeschlossen. Und die Leichen kümmern sich in der heutigen Folge um andere. Das sind nicht wir. Multiple Armed Suspects. Wo denn? Jetzt ist mein GTA gecrashed. Das ist ein Witz. Das ist ein ganz schlechter Witz. Aber vielleicht können wir ihn noch assistieren. Wo ist denn das jetzt? Ist das der Panzer hier oder was? Wo fahren sie denn hin? Weil ich glaube, wir müssen kurz unser LSPFA neu. Warte mal, Reload All. So. Oh Gott, das ist komisch. Das ist zwar lustig, aber es ist verdammt verbuggt und komisch. Aber da machst du nichts. Da machst du einfach nichts. So, wir müssen kurz als Polizist wechseln. Model Spawn, Marine. So, ich weiß, das ist eigentlich nicht die korrekte Texturierung, aber ich habe den richtigen Skin jetzt nicht gefunden. Aber es sieht ja eigentlich ähnlich aus, außer die Form halt der Kleidung und so. Aber ich meine, wenn man sich das hier anschaut und man hier mal eben guckt. Ich meine, das geht doch schon klar, oder? Das ist, dann merkt man nicht, dass das eigentlich eine andere. Ein anderes Ding so ist, weil Marine ist ja eigentlich nicht, ne? So. Wir sind wieder im Spiel quasi. Oh, Reckless Driver, okay. Reckless Driver, da hinten. Okay, den stoppen wir. Ja, der fährt aufs Rollfeld, oder? Wenn er aufs Rollfeld fährt, ist er tot. Bleiben Sie mal stehen. Ey. Aussteigen. Ey. Ah, ich wurde um. Ah, mein Bein. Komm. Jetzt beeil dich. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn, perfekt. Dann machst du echt, wenn jemand auf der Militärbasis sich irgendwie reingeschlichen hat. Das ist dann nie gut. Eine Post kommt jetzt nicht. Und mein anderer Einsatz. Breath of a Firearm, damit schon viel lieber. Damit arbeite ich schon viel lieber. Person of the Firearm. Frage ist wo? So, warte, wo ist denn der da hinten, oder? Da, oder? Dispatch, we have a visual. One, Adam, 12, 10-4. Warte mal. Ey. Okay. Attention all units. Der hat auf uns gezielt, das war legitim. Er hat auf uns gezielt, wir durften schießen, wir durften auch töten. So. Auch den Einsatz haben wir abgeschlossen. Nein, das ist jetzt nicht, das hier ist nicht der richtige Punkt hier, um Leute anzuhalten. Das sparen wir uns für andere Male. Anderen Einsatz bitte, komm. Nee. Multiple Armed Suspect. Nee, dann crasht das Game wieder. Immigrants. Nee. Wanted Felon Vehicle. Nee. Driver Under the Influence. Nee. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die Call-Outs wieder weggehen hier, damit wir wieder Neues anfordern. Vicious Dog. Nee.
Major Gang Incident. Da hinten? Nee. Customer? Nee. Wir brauchen jetzt einen richtigen Einsatz. Ist doch nicht so schwer, oder? Public Disturbance? Nee. Hostage Situation. Das ist doch unser Fall. Wo ist denn das? Hä? Wo ist denn die Hostage? What the fuck? Okay, dann vielleicht hier hinten? Könnte eventuell irgendwo hier sein. Okay, what the fuck? Okay, wir werden beschossen. Wir werden beschossen, wir werden beschossen, wir werden beschossen, wir werden beschossen. Oh Leute, geschafft? Ey, ey. What the fuck? Alter, what the fuck? Alter. Du stirbst hier ein bisschen oft in dem Modus. Alter. Na gut, Leute, ich glaube, ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Ich habe gemerkt, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, ihr könnt euch sagen, dass ihr mehr wollt, dann kann ich davon sicher noch was machen. Aber, ich glaube, das macht keinen Sinn, wenn wir jetzt hier heute weitermachen. Das ist total verbuggt, weil jetzt habe ich den einen erschossen, dann haben mich alle anderen abgeschossen. Das ist total... Das ist strange. Na gut, Leute, ich würde sagen, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Halt die Fresse. Ja. Kann man den eigentlich tasern? Ja, kann man nicht. Ja, ich glaube, es geht. Lass mal es für heute. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von LSBDFA wieder im deutschen Setting. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.